Eine wirklich coole neue Bachelorette. Ich bin anders als meine Vorgängerin. Ich habe dunkle Haut, Person of Color. Männliche Bewerber, die richtig unangenehm sind. Das ist so ein kleines Geschenk. Mhm. Oh, bitteschön. Ich weiß, du bist schon süß genug, aber ein Lollipop schadet nie, oder? Und männliche Bewerber, die noch unangenehmer sind. Ich bin ein Phantom, ein Mysterium. Weil ich bin Mensch, ich sehe alles, auch Unerwartetes, auch. All das und noch einiges mehr gibt es in der ersten Folge zur neuen Bachelorette 2022. Dem Format, bei dem ich mir jedes Jahr denke, warum machst du das eigentlich? Und dass ich trotzdem wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Bevor wir anfangen, der übliche Hinweis, die Bachelorette gibt es natürlich schon immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL Plus und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Aber dann können wir sie uns jetzt ja endlich mal anschauen, die neue Bachelorette 2022 und irgendwie mag ich die direkt auf Anhieb. Ich bin Sharon, bin 30 Jahre alt, bin gerade in Thailand, denn ich bin die Bachelorette. Ja, cool. Ansonsten sollte man über Sharon wissen, dass sie Schauspielerin ist. Wobei man in Anbetracht dessen, dass sie lange bei Köln 0815 mitgespielt hat, darüber wahrscheinlich streiten kann. Und sich auch sonst einiges für das Format vorgenommen hat. Ja, und ansonsten glaube ich, bringe ich einfach mal ein bisschen Bums in die Bude. Ehrlich gesagt wäre das dem Format wirklich sehr zu wünschen, weil gerade die letzte Staffel war jetzt schon ein kleines bisschen langweilig. Und genau deswegen wurden bei RTL dann auch direkt schon mal ein paar tolle Szenen aus der Staffel als Spoiler gezeigt. Und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Leidenschaft. Ich bin auf jeden Fall verknallt, auf jeden Fall. Ich habe Lust, sie gefühlt die ganze Zeit nur zu küssen. Aber es wurde auch schon deutlich, dass natürlich auch die üblichen Spannungen zwischen den männlichen Bewerbern nicht fehlen dürfen. Und das kann ich ja an dieser Stelle sowieso schon mal spoilern, finde ich. Die sind in diesem Jahr mal wieder besonders bescheuert. Yes, ja, Alter. Pass auf, was du machst, Mann. Was du noch einmal im Kopf hast. Lass mal weggehen von der Kamera. Aber auch das Wichtigste in einer Bachelorette-Staffel wird natürlich auch in dieser 2022 nicht zu kurz kommen, nämlich die Liebe. Und je nachdem, wie man die Bilder deutet, sieht es ein bisschen so aus, als würde die Bachelorette, sagen wir mal, einige Männer küssen. Danach haben wir Sharon dann aber erst noch mal ein kleines bisschen besser kennengelernt. Und was, glaube ich, in ihrer Lebensgeschichte eine große Rolle spielt, ist, dass sie mal Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Und darüber hat sie dann auch ein kleines bisschen gesprochen. Ich habe mich tatsächlich auf jemanden eingelassen und ich wusste, dass es mich kaputt machen wird. Naja, aber das Wichtige finde ich in so einer Situation, und das sage ich jetzt ausdrücklich ohne Ironie, ist, dass sie sich jetzt halt daraus befreien konnte. Etwas, das man wirklich nur jedem, der in so eine Lage kommt, wünschen kann. Und Sharon hat das, glaube ich, auch ziemlich gut für sich reflektiert. Ich war so beschämt, dass ausgerechnet ich als der Sonnenschein und die starke Frau solche dummen Dinge habe mit mir machen lassen, aber ich kam nicht raus. Ich war gefangen. Das ist aber nicht das Einzige, was auch schon vor der Staffel relativ hart diskutiert wurde, denn Sharon hat auch noch ein kleines medizinisches Problem. Wobei, ganz ehrlich, ich finde, das ist jetzt wirklich nur ein kleines. Ich leide unter kreisrundem Haarausfall und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass nicht meine Haare bestimmen, sondern dass ich entscheide, wann komplett Ende ist. Genau, und komplett Ende, das ist dann tatsächlich wirklich wörtlich zu nehmen. Und auch da hat man übrigens in dieser Anfangs-Spoiler-Phase was gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das hier die Szene mit der finalen Rose werden. Und das könnte man dann ja so deuten, dass sich Sharon da nochmal besonders echt geben will, so wie sie halt einfach aussieht. Gut, aber zu einer guten Staffel von der Bachelorette gehört natürlich nicht nur die Frau, auf die sich alle bewerben, sondern auch die passenden Bewerber. Und die sind natürlich wieder mal maximal überzeugt von sich selbst. Das freshe Männergruppe diesmal. Deswegen sind die Erwartungen für mich auch auf jeden Fall deutlich höher. Krasse. Genau, und ein paar der anderen Männer haben nicht nur Erwartungen, sondern es klingt ein bisschen so, als wollten sie sich schon die ideale Frau backen. Schön, dass sie mit einfach allem mehr oder weniger falsch liegen. Blond? Ja? Blond, 26. Hohe Schuhe, Kleid. Also wie jedes Jahr. Na gut, aber wir haben ja schon gesehen, Sharon ist dann doch ein kleines bisschen anders. Und dann hat sie übrigens auch noch ein bisschen was über ihre Wurzeln erzählt. Beziehungsweise sie hat eher geschildert, wie das mit ihrer Familie so aussieht. Ich habe jamaikanische Wurzeln, väterlicherseits. Mit meinem Vater ist es mittlerweile auch wieder ein besseres Verhältnis. Da gab es ein paar Jahre, da war es ein bisschen schwierig. Wo es allerdings nie schwierig war, das ist im Verhältnis mit ihrer Mama. Und deswegen hat sie die auch vor dem Beginn der Staffel nochmal besucht. Und ich würde mal sagen, die Mama hat, glaube ich, auch einen ziemlich guten Job gemacht. Ich bin aufgeregt.
Ja, ich auch. Sie war oft auch alleinerziehend. Hallo. Hat jetzt einen wundervollen Mann an ihrer Seite, den ich über alles liebe. Ja, und wie sehr sie auch von der Mutter und ihrem Stiefpapa geliebt wird, das wollten diese dann Sharon mit einem Geschenk beweisen. Sie bekommt nämlich einen Kugelschreiber. Immerhin aber nicht die Werbegeschenk von der Bank-Variante. Mit Herzchen. Nicht verschlampen und wieder mitbringen. Da bin ich ehrlich, da hat mir das Geschenk von Sharons Freundin, das sie ihr gemacht haben, dann doch ein kleines bisschen besser gefallen. Und ich glaube, das wird sie in dieser Staffel auch brauchen. Mein persönlicher Tipp sind übrigens 6 verschiedene Kusspartner. Du kannst mir deinen gerne in die Kommentare schreiben. Kussfest. Natürlich. Natürlich Kussfest. Ja. Wäre natürlich schön, wenn der drauf wäre beim ersten Kuss. Aber ansonsten, das merkte man schnell, sind in dieser Staffel tatsächlich mal ein paar Dinge anders. Denn zum einen findet sie in Thailand statt, was hoffentlich endlich mal bedeutet, dass die Bachelorette mal ein ähnliches Budget bekommt wie die männliche Variante mit dem Bachelor. Und bei Sharon ist natürlich noch was anderes anders als bei ihren Vorgängerinnen. Wobei ich mir dabei immer wünschen würde, dass man es gar nicht mehr besonders erwähnen muss. Andererseits kann es natürlich aber auch nicht schaden. Ich bin anders als meine Vorgängerin. Ich habe dunkle Haut, Person of Color. Gut, aber wie schon gesagt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist jetzt definitiv kein Unterschied, der für den Verlauf des Formats irgendeine Bedeutung haben sollte. Und dem nächsten Satz, dem kann man sowieso nur zustimmen. Wir sind alles Menschen, egal ob groß, klein, dick, dünn, helle Haut, dunkle Haut. Ja, jetzt aber genug davon, denn Sharon wollte uns natürlich noch ein bisschen was von ihren Hobbys erzählen. Und ich formuliere es mal so, da geht es bei ihr ziemlich sportlich zu. Und es ist eine der Sportarten, bei der man angeblich am meisten Muskeln im menschlichen Körper überhaupt braucht. Ja, ich habe auch gern Sex. Wenn er denn gut ist. Der Bachelorette aus der letzten Staffel, Maxim, wurde dann ihr übrigens sehr oft vorgeworfen, sie wäre ein bisschen kühl und ein bisschen spröde. Das ist Sharon, glaube ich, nicht so sehr. Und sie möchte auch mit alten Tabus brechen. Ganz ehrlich, dem Format wird es gut tun. Wenn ich das fühle, dann werde ich auch beim ersten Date küssen. Na gut, dafür muss Sharon natürlich nur jetzt ein paar Männer finden, die sie auch gerne küssen möchte. Und die können wir uns ja mal anschauen, als sie nach Thailand ankommen. Und da würde ich sagen, wow. Also ich glaube, von denen möchte man so auf den ersten Blick jetzt niemanden an den Lippen berühren. Aber immerhin können diese Herren auch noch mehr als der Dekadenz frönen und Lebensmittel verschwenden. Nein, sie können auch jetzt schon den Eindruck erwecken, sie wären Wölfe, obwohl sie in Wirklichkeit nur Chihuahuas sind. Ich glaube schon, dass bei manchen so ein bisschen Taktik hier dabei ist. Bei 20 Männern, da werden die Ellbogen rausgefahren. Gut, aber um die Ellbogen dann ausfahren zu können, müssen sie natürlich erstmal die Bachelorette kennenlernen. Und das geschah wie immer mit einer wundervollen Limousine, aber wo bleibt die eigentlich? Ja. Endlich! Und damit kann die Staffel, wenn man so möchte, dann auch offiziell losgehen, denn hier sind die beiden ersten Männer. Die sind so bescheiden, die mag ich jetzt schon nicht mehr. Eigentlich sagt man ja, das Beste kommt zum Schluss, aber diesmal stimmt das leider nicht. Diesmal nicht, also. Wundert euch übrigens nicht, denn normalerweise würde die Staffel jetzt ja auch daraus bestehen, dass es die ganze Zeit so bescheuerte Home-Videos gibt, wo die Kandidaten kurz vorgestellt werden, dann dürfen sie ihren Namen sagen und warum sie jetzt unbedingt die Frau ihres Lebens kennenlernen möchten. Darauf hat RTL in diesem Jahr irgendwie überwiegend verzichtet. Gute Entscheidung, denn stattdessen wurde erstmal gezeigt, was die ersten beiden dann von Sharon auf weite Sicht so halten. Alter! Oh nein, sie ist groß. Scheiße. Das mit dem groß haben dann übrigens ungefähr alle Männer gesagt. Und ja, es mag ja sein, dass sie groß ist, aber da würde mich auch nochmal eure Meinung interessieren. Ist das eigentlich so ein Riesending irgendwie in Bezug auf Frauen? Weil ich persönlich habe darüber jetzt noch nicht so oft nachgedacht, aber Hauptsache ist ja, dass Sharon ihnen trotzdem gefällt. Oh, sie ist super hübsch, guck mal. Ja, auf jeden Fall, das ist eine hübsche. Na gut. Der erste, der dann zu ihr schreiten durfte, das war übrigens Jan und das ist ja schon eine ganz besondere Ehre. Und ich muss sagen, zwischen ihm und ihr hat es auf Anhieb eigentlich ganz gut funktioniert. Du hast eine ruhige Ausstrahlung. Ja, ehrlich. Toll. Und dann hat Jan als Geschenk auch noch einen Klassiker mitgebracht, mit dem man aber, glaube ich, wirklich in der Regel einfach überhaupt nichts falsch macht. Und das passt bei ihm sowieso ganz gut. Oh nein. Natürlich keine Rosen. Das ist ja deine Sache. Hat einen Hintergrund. Ich will dich aber jetzt natürlich nicht so lange voll quatschen. Ich würde lieber drin nachher mit dir reden. Na gut, dann verrate ich euch es aber einfach schon mal, denn Jan ist tatsächlich Florist. Aber dann können wir uns ja schon mal Mann Nummer 2, Lukas, angucken, der erstmal klärt, woher Sharon eigentlich kommt. Aus Köln. Köln, NRW.
Ja. Und du? Ich bin Hamburger. Aber ich wollte tatsächlich immer nach NRW ziehen. Ja, wer kennt nicht den großen Lebenstraum von Hamburg nach NRW zu ziehen? Aber egal, auch bei ihm und Sharon war vielleicht schon so ein ganz, ganz, ganz kleines Knistern. Zumindest in der Nase. Und eher nicht in den Ohren. Riechst gut. Mach ich. Achso, grüß gut oder nee, du riechst gut. Ich danke. Aber auch ich gut. Danke dir, danke schön. Ich werde euch übrigens ein ganz paar Männer nicht zeigen, weil die wirklich stinklangweilig waren. Aber das zweite Auto, das war eigentlich auch wieder ganz gut. Und die Männer waren sich sicher, das wird gleich was ganz Besonderes. Ja, ich glaube, das ist ein so schöner Moment, den wir jetzt haben gleich. Diesen Moment, den wirst du dein Leben lang nicht vergessen und deinen Enkelkindern erzählen. Ich schwöre dir. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Irgendwann mit 87 vor dem Kamin, wenn man seinen Urenkeln erzählt, dass man irgendwann mal bei so einer mittelklassigen RTL-Sendung teilgenommen hat und dann die ganze Zeit von irgendwelchen YouTubern zerrissen wurde. Ha! Das muss richtig schön sein. Aber das muss ich tatsächlich mal positiv bemerken. Mann Nummer 3 hat ein richtig tolles Präsent. Bevor ich es vergesse, ich habe eine ganz Kleinigkeit hier für dich. Muss ich in die Hose stecken. Das ist so ein Brief. Lies ihn nicht jetzt, sondern ganz entspannt, wenn du Zeit hast. Ne? Da sind ein paar Gedanken, die ich zusammengefasst habe. Würde mich freuen, wenn du den liest einfach. Kannst du einfach, ja. Gebe ich dir mal so, ne? Schön. Also jetzt mal ganz ohne Ironie. Ich liebe Briefe und finde, die sind auf jeden Fall ein richtiges Tor zur Seele. Aber apropos, der Weg zum Tor der Bachelorette Villa ist nicht ganz ungefährlich. Kann man hier rüber? Hä? Kann man hier rüber? Nee, du musst springen. Ich dachte, hier rein. Du musst springen. Mann Nummer 4 war dann Umut und ich glaube, auch mit ihm würde sich Sharon richtig, richtig gerne unterhalten. Leider wurde sie allerdings attackiert und hatte deswegen keine Gelegenheit dazu. Das war jetzt du kannst dich gerne beschützen. Auch im nächsten Wagen hat man dann primär darüber gesprochen, wie groß Sharon eigentlich ist. Und den Erzählungen nach, bin ich ehrlich, hatte ich immer damit gerechnet, dass sie 2,34 Meter groß ist. Laut Google ist sie aber dann doch nur 1,74. Boah, sie ist riesig, ne? Ja. Riesig war auch dieser Witz, der wirklich unendlich oft wiederholt wurde, dass man angeblich nicht über diese Steine gehen kann, die da über das Wasser führen. Falls ihr die ganze Folge gesehen haben solltet, das haben sie wirklich ungelogen, glaube ich, 13 Mal oder so gemacht. Achtung! Grundsätzlich, und das muss ich aber wirklich positiv bemerken, hat Sharon bisher wirklich allen Männern richtig gut gefallen. Auch wenn sie für diese Aussagen mal wieder von den Insekten angegriffen wurden. Es ist was ganz was Neues. Entschuldige. Aber okay, dann können wir ja schon zum nächsten Auto kommen. Aber die hatten leider das Problem, dass die Sharon gar nicht richtig gesehen haben. Und sollte man mit so viel Dioptrien nicht sicherheitshalber lieber Kontaktlinsen tragen? Oh Gott, ich habe leider nicht mehr so gute Augen. Ich kann nur das Kleine sehen. Kannst du die nicht richtig sehen gerade? Nein, leider nicht. Naja, Steffen, aber kein Problem. Dann musst du einfach ein bisschen näher an sie rangehen und ihr dann ein Geschenk überreichen. Und auch das ist, glaube ich, ein Klassiker, der eigentlich immer ganz gut ankommt. Als allererstes gebe ich dir mein kleines Präsent mit. Danke. Steffen. Oh nein. Ja, damit du es gut merken kannst. Oh, wie süß. Steffen verschenkt einen Elefanten, der auch Steffen heißt. Ich hoffe nur, dass die beiden dann auch keine Rüsselgeschwister sind. Aber ist ja auch egal. Wir gucken uns gleich mal den nächsten Mann an. Und bei dem gibt es eine echte Besonderheit. Denn der hat wieder so ein bescheuertes Home-Video. Eine Frage nur, sieht man meine Augenringe? Sieht man nicht. Nee, ist wirklich alles okay. Nur vorstellen, das musst du dich bitte noch alleine. Mein Name ist Stas, ich bin 28 Jahre alt. Beruflich bin ich Zauberkünstler und Model. Boah, Zauberkünstler, cool. Dann bist du ja quasi, wenn man so möchte, wahrscheinlich der beste Freund von Boris Blocksberg. Und mit welchem Zaubertrick möchtest du Sharon gerne verführen? Ene mene rumsen. Sie wird mit dir in der ersten Folge dann... Ja, ist ja auch egal. Ich lade dich zum Essen ein erstmal. Das wäre so der erste Zaubertrick. Am Ende hat er sich dann aber doch für einen anderen Trick entschieden. Und weißt du, was ich persönlich immer finde? Magie ist immer entweder richtig cool oder richtig cringe. In dem Falle für mich eher das Zweite. Das ist so ein kleines Geschenk. Mhm. Oh nee. Ich weiß, du bist schon süß genug, aber ein Lollipop schadet nie, oder? Okay, Sharon, dann versuch uns doch jetzt mal bitte nur mit deiner Körpersprache und ohne was zu sagen klarzumachen, ob dir das jetzt eher gut oder nicht so gut gefallen hat. Okay, aber wer das jetzt schon für peinlich gehalten haben sollte, der muss jetzt ganz, ganz stark sein, denn es wird sofort noch viel, viel schlimmer. Das ist, glaube ich, der beschissenste erste Satz, den ich jemals in der Bachelorette-Staffel gehört habe. Kannst du Englisch? Ja, schon. Also, schaffen, ich habe einen Spruch für dich. Hat der eine Frau, die Sharon heißt, gerade ernsthaft gefragt, ob sie Englisch kann und fängt er jetzt auch noch an, ein bedrucktes T-Shirt zu zeigen? Oh mein Gott, damit haben wir, glaube ich, dann heute auch einfach alles gesehen. Ich hoffe, das trifft auf dich zu.
Also das wird sich herausstellen. Aber der Typ macht sogar noch ein kleines bisschen schlimmer, denn er ist auch noch Fußballer und ich glaube, er möchte Sharon eigentlich ein Kompliment machen. Aber irgendwie hat er das mächtig verkackt, oder? Willst du eine gute Spielerfrau abgeben? Würde ich? Ja, ist eingepackt. Ich nehme dich mit. Gut. Toll, zumal man Spielerfrau ja eigentlich auch als sowas wie sieht gut aus, aber kann sonst nichts übersetzen könnte. Naja, mal gucken, ob es der nächste Mann besser macht. Auch der hat mal wieder ein Geschenk dabei. Und ausnahmsweise sogar mal was Nützliches. Bei uns in der Region sagt man, wenn man verliebt ist, dann kocht man ganz, ganz viel mit Oregano. In der Hoffnung, dass wir mal zusammen kochen und du dann ganz viel Oregano benutzt. Coole Idee. Also finde ich jetzt wirklich. Und ich glaube, das ist auch ein richtig guter Icebreaker. Leider gibt es bei Sharon da aber ein ganz kleines Problem. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ne? Oregano ist original das Gewürz, was ich von der Pizza immer runterstreiche. Der nächste Kandidat hat es da ganz anders gemacht und mit noch einem zeitlosen Klassiker probiert. Übertriebene Komplimente. Ich wusste schon, dass du irgendwo gut aussiehst, aber dass du so gut aussiehst, hätte ich nicht gedacht. Das kann ich zurückgeben. Hi. Hi. Emanuel. Bei Emanuel kann ich euch übrigens schon mal sagen, da wurde in diesem kleinen Spoiler-Clip schon deutlich, der wird in dieser Staffel noch eine größere Rolle einnehmen. Allerdings glaube ich, dass Sharons Analyse gar nicht so schlecht ist und ich würde ihr jetzt schon wünschen, dass sie von dem Typen die Finger lässt. Der hat so ein bisschen so ein, vielleicht so ein Hauch von diesem Bad Boy mit drin. Scheiße. Zieht mich an, bin ich ehrlich. Auch der nächste Kandidat hat dann wieder so einen Home-Clip bekommen und da scheint es dieses Jahr auf jeden Fall eine Gesetzmäßigkeit zu geben. Wer einen hat, der sorgt definitiv für extreme Fremdschamanfälle. Ich bin ein Phantom, ein Mysterium. Weil ich bin Mensch, ich sehe ja alles, auch Unerwartetes auch. Ach so, du siehst Unerwartetes auch. Okay, und jetzt nochmal so für die etwas langsam denkenden Menschen. Was genau bedeutet das jetzt? Also außer, dass du verrückt bist, meine ich. Ich spüre Aura, wenn ich jemanden wirklich so richtig, richtig gerne möchte. Das Phantom beweist dann auch Sharon gegenüber wirklich, dass er alles sofort sieht und wahrnimmt. Nur wie die Farben heißen. Das hat er damals leider im Kindergarten nicht gelernt. Wunderschönes Kleid, wirklich. Dankeschön. Mega. Ich habe erst mal vom Auto nicht erkannt, ey, welche Farbe hat es aber. Einer der nächsten Kandidaten ist dann für Sharon kein Unbekannter. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt schon wieder gefürchtet, dass die sich irgendwie mal bei Instagram oder Tinder oder so kennengelernt haben. Ganz so schlimm war es dann aber doch nicht. Ja, cool. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal gesehen. Du hast mich schon mal gesehen? Ja. Wo denn? Auf einer Bühne, kann das sein? Das kann sein, ja. Ah, auf einer Bühne, dann ist Basti, so heißt der Mann, doch bestimmt irgendwie Theaterschauspieler oder irgendwie auch ein berühmter Zauberkünstler. Oder vielleicht macht er doch noch was anderes. Basti ist Stripper. Und mit meinen Mädels waren wir schon das ein oder andere Mal auf einer Strip-Show. Gut, der Rest der Männer ist ehrlich gesagt bisher zumindest noch keiner Erwähnung wert. Aber Sharon, die war auf jeden Fall richtig zufrieden. Ehrlich gesagt war ich sogar überrascht, wie zufrieden. Ach, schön. Und kann auch arbeiten. Wie es seit einigen Jahren ja mittlerweile eigentlich auch normal geworden ist, gab es dann übrigens auch direkt, als die Nacht der Rosen startete, von ihr die erste Rose für den Mann, der sie bisher am meisten beeindruckt hat. Und ich persönlich dachte, naja, vielleicht ist es der Oregano-Typ, weil es ja doch irgendwie eine süße Anmache war, oder der Emanuel, weil er ihr optisch so gut gefallen hat. Aber stattdessen hat sie Mr. Cringe höchstpersönlich gewählt und ich zweifle jetzt schon arg an ihrem Männergeschmack. Max! Ich würde mich sehr freuen, wenn du die erste Rose annimmst. Ja. Haha, wie lustig. Er hat die Rose dann natürlich doch angenommen, aber immerhin hat Sharon danach auch mal mit den anderen Männern geredet. Und was ich in dieser Staffel bisher ganz schön finde, ist, dass RTL die Sachen nicht ganz so hart gecuttet hat und man auch mal mehr Gespräche mitbekam. Die folgenden Äußerungen von Lukas, glaube ich, war sein Name, haben mir schon mal ziemlich gut gefallen. Wenn ich nicht arbeite, dann habe ich die restliche Zeit, die ich für meine Tochter nehme. Und ich dachte, das ist hier eine gute Gelegenheit, erstens einmal jemanden intensiv kennenzulernen. Und zweitens vor allem auch, mir ist es sehr wichtig, dass ich jemanden kennenlerne, der selbstständig ist, der charakterstark ist. Cool. Aber ansonsten lief die Nacht der Rosen eigentlich so, wie man es immer von RTL kennt. Also mit Alkoholplacements und Alkoholverherrlichung. Nur irgendwann war das Zeug leider alle. Der Weißwein ist leer. Da ist die Flasche. Die ist leer. Eine Cola? Zum Glück wurde dann aber für einen Nachschub gesorgt und oh mein Gott, haben die oft angestoßen. Kurz hatte ich das Gefühl, die wollen mit den Sektgläsern irgendwas von Beethoven nachspielen. Naja, und beim Anstoß muss man natürlich vorsichtig sein, denn da gibt es ja so bestimmte Rituale. Und wer die nicht einhält, dem können ganz schreckliche Dinge passieren. Aber irgendwie habe ich das doch anders im Kopf.
in die Augen schauen. Sonst gibt es jetzt sonst? Jahre schlechte. Schlechte Palmen. Spaghetti Bolognese. Schlechte Palmen. Noch schlimmer als schlechte Palmen sind, finde ich, nur schlechte Punchlines beim Flirten. Und da muss man ehrlich sagen, gab es doch schon einige an diesem Abend. Manchmal mochte ich aber wenigstens Sharons Gesichtsausdruck dabei sehr. Irgendwas schon? Hast du nicht bei. Was heißt denn? Oliven mag ich nicht. Sorry, du hast so schöne Augen, sorry. Und auch was anderes, was ich hasse wie die Pest, nämlich Gespräche über Sternzeichen, durften natürlich nicht fehlen. Aber immerhin scheint Sharon das in ihre Entscheidung nicht großartig mit einfließen lassen zu wollen. Und dafür gibt's von mir echt zwei Daumen nach oben. Sternzeichen, wenn wir jetzt schon in diese Richtung gehen. Widder. Bist du denn auch ein Widder oder geht's? Hast du das drauf? Bist du so in der Richtung? Nee, gar nicht. Aber ich habe mal eine richtig scheiß Erfahrung gemacht mit einem Widder. Oh, aber an der Stelle wurde dann immerhin mal bewiesen, dass ein paar der Männer durchaus schlagfertig und charmant sein können. Denn ich glaube, die folgende Entgegnung war einfach nur perfekt. Das muss ich ändern. Ich fand's mega süß. Und charmant. Ansonsten kann man sagen, dass natürlich ein paar der Männer wie üblich so überhaupt nicht zum Zug gekommen sind. Aber ganz grundsätzlich war auf jeden Fall eine richtig gute Stimmung. Und es wurde sogar ein bisschen gedanced. Und Sharon, und das ist ja eigentlich am wichtigsten, die hatte eine Menge Spaß. Also ich fand's Hammer. Erste Nacht gewesen und ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Ich bin happy. Na gut, aber bei aller Happiness darf man natürlich nicht vergessen, dass Sharon jetzt noch ein paar Männer rausschmeißen muss. Und ich glaube, wenn man in der ersten Folge der Bachelorette rausfliegt, ist das ein bisschen so, wie wenn man bei Wer wird Millionär an 100 Euro scheitert. Aber auch hier hat sie sich, wie ich finde, ein bisschen von ihren Vorgängerinnen unterschieden, denn sie bevorzugt die klare Kante. Der ein oder andere Mann ist mehr hängen geblieben. Na gut, und wen sie damit meint, das gucken wir uns natürlich gleich noch gemeinsam an. Aber ich wollte dich vorher noch mal bitten, jetzt kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn dann können wir ganz sicher das Format auch in den kommenden Wochen zusammen genießen. Dann danke fürs Abo und wir gucken uns jetzt mal an, wer die erste weitere Rose bekommt, die meiner Meinung nach schon immer so ein kleines bisschen was zu bedeuten hat. Ja, mein Geschmack hast du heute nicht ganz getroffen. Aber ich freue mich, wenn wir dennoch irgendwann mal gemeinsam Pizza essen. Alex? Cool. Und dann sind nach und nach immer mehr Rosen vergeben worden. Allerdings hat Sharon noch mal klar gemacht, dass das wirklich eine Menge Männer sind. Die kann man schon mal alle ein bisschen namenstechnisch durcheinander bringen. Moritz? Nee, Hannes. Verkackt. Aber am Ende mussten dann natürlich leider drei Männer die Segel streichen, die allerdings bei der Vorstellung schon so langweilig waren, dass ich sie sowieso nicht gezeigt habe und die jetzt für immer von ihrem Freundeskreis deswegen aufgezogen werden. Lieber jetzt als vielleicht irgendwann. Und es gibt andere Menschen, die vielleicht mehr aufbauen als ich. Soll nicht so sein, dann ist auch voll okay. Ich glaube, der erste Moment war von meiner Seite sehr schwach. Und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit der ersten Folge von der Bachelor 2022. Einer Folge, die mir erstaunlich viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, auch in der nächsten wird's gut, denn da gibt's gleich ein bisschen Drama. It's complicated. Das heute war mir zu eng. Und es gibt auch nochmal Männernachschub. Ich bin gespannt. Hä? Gut, wenn dir das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann würde ich mich jetzt mega freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und weil das jetzt hier mal wieder eine erste Folge eines durchaus bedeutenden Formats ist, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht das Video irgendwo teilst, zum Beispiel auf Instagram, und mich dann einfach markierst. Dafür bekommst du von mir dann nicht nur einen Follow zurück, sondern auch noch eine personalisierte Sprachnachricht, in der ich dich dann beleidige. Oder so. Aber das musst du jetzt eigentlich sowieso wieder tun, denn sonst zeigt dir Steffen heute Nacht mal seinen Rüssel.